Guten Morgen! Also, ich muss mich schnell für die Schule fertig machen. Es ist schon, glaube ich, so 5 Uhr, oder? Keine Ahnung. Also, hier sind meine Kleider. Und Leute, übrigens, hallo liebe Leute und willkommen bei der MNS. Wir haben heute mit Nathaniel und Philipp. Heute ist auch Nicole dabei. Heute haben wir ein Roleplay, nämlich böser Lehrer VS. Wissel netter Lehrer und böse Schüler, Wissel netter Schüler. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. So, jetzt nehme ich mal meine Klamotten raus. So, ich bin fertig. Jetzt nur noch meine Haare. So, hier ist das Badezimmer. Zuerst tue ich mal meine Hände waschen. So. Ich bin fertig, jetzt muss ich noch meine Haare bürsten. Beginnen wir mal damit. So, meine Haare sind fertig und natürlich soll ich noch meine Zähne putzen. Also, hier. Let's go. Puh, weg damit. Karies weg und nochmal. Puh. Und noch einmal. Puh, fertig. Zähne geputzt. Ich bin bereit für die Schule. Mein Schulranzen habe ich jetzt auch noch an. Und ich muss, glaub mal, runter. Ich klingel mal bei meiner Schwester, ob sie Lust hat, mit mir zu laufen. Okay. Es regnet allerdings. Da muss ich schnell zurück. Rennen. Und zu meinem Regenschirm greifen. So, hier ist er auch. So, jetzt habe ich ihn. Und raus. Wuhu. Ich soll noch die Türen abschließen. Hallo. Abschließen. Ich will dich kurz Regenschirm weg. Abschließen. Let's go. Okay. Hallo, Schwester. Ding Dong. Ach, wer klingelt da wieder mal? Hallo, du musst aufstehen. Schule beginnt. Willst du mit mir laufen? Oh, meine Schwester her. Was? Hi Schwester Herz, willst du mit mir heute ein bisschen abhängen, weil ich gehe ein bisschen später in die Schule. Was? Nein! Wir können doch nicht so spät in die Schule gehen! Du willst doch jetzt schon wieder mit deinen Freunden abhängen. Okay, dann gehe ich mal. Es regnet sowieso nicht mehr. Okay, ciao! Ja. So, es regnet nicht mehr, also kann ich ihn wegpacken, meinen Regenschirm. Beeilung! Okay. Also, da ist der Motorrad einmal vom Lehrer. Also ist er, glaube ich, schon da. Ich habe hier, ich bin Student. Ich muss mir ein Schließfach nehmen, meine Sachen rausholen. So. Okay, jetzt gehe ich mal rein und warte auf den Lehrer. Hallo, Herr, keine Ahnung. Hallo. Wo ist deine Schwester? Keine Ahnung, die hat Lust, irgendwie später zu kommen. Keine Ahnung. Okay, ich habe neue gute Nachrichten und eine schlimme vielleicht für deine Schwester, aber mir egal. Okay. Danke für deine Verspätung. Okay. Die gute Nachricht, wir würden eine neue Klassenschwester haben. Dann später Schülerin. Eine neue Schülerin haben. Die zweite Nachricht, welche für Lea schlimm wird, wir wollen einen Test schreiben. Okay, Celine, bist du da? Kommst du? Ja. Hallo. Ich bin Celine. Und ich freue mich so sehr, euch zu sehen. Also, ich bin Celine. Ich komme aus Adopt.me. Meine Eltern haben eine neue Arbeit gefunden und jetzt sind wir hier und ich bin ein Schmetterling. Okay, danke, dass du uns begrüßt hast und jetzt setz dich irgendwo hin. Du darfst dir entscheiden. Okay, dreh du an. Okay, übrigens, Celine, ich heiße keine Ahnung.
gelacht. Lin, Lea. Ja, komm schon. Du wirst ganz viel Arbeit bekommen. Also, in den Eng- was ich heißt sagte, das Wort Hallo, Lilly? Darf ich euch Hallo, stören? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ist es schon wieder das vierte Mal in der Woche, dass Lea wieder Strafarbeit machen soll, weil entweder sie was Schlimmes gemacht hat, ausgelacht oder so. Liegt es wieder daran? Ja, und heute hat sie einen Test geschrieben. Komm jetzt diesmal hier heute in die... Heute soll sie einen Test schreiben oder hat sie schon geschrieben? Heute kommen wir in die schwarze Ecke. Okay, hier bekommst du deinen Test. Und wenn sie was Schlimmes dann macht... bekommst du noch hier dein ganz volles Buch voller Sachen. Und wenn du nur einmal lachst, dann gehst du gleich zum... Direktor. Ja, dann gehst also du wenn gleich sie zum Direktor. Schon wieder... Sie wird es mir sagen. Okay, ich gehe mal. Tschüss. Okay. Ciao. Okay, also hier sind meine Blätter. Ach nein, ich habe noch nicht die Blätter gedruckt. Also Leute, ich gehe kurz hoch... Und kopier Blätter. Okay, tschüss, bis gleich. Und seid schön brav. Ich muss mal kurz auf Toilette. So. Okay. Kinder, ich bin da. Herr Lilly, wo ist Lea gegangen? Sie ist aufs Klo gegangen. Okay, schau mal nach. Wer weiß, ob's, was sie macht. Und hier übrigens noch die Blätter. Hier. Hallo, nehmen Sie. Okay, egal, du hast sie. Und auf die Toilette muss ich mal kurz nachsehen. Also, so hoch. Okay. Hä? Hallo, Lea, wo bist du? Lea, wo bist du? Schon wieder abgehauen. Das muss ich dann dem Herr Schön sagen. Ich meine, Herr, keine Ahnung. Und dann Herr Ahnung und dem Direktor. Das geht doch gar nicht. Schon wieder mal ausgebrochen. Okay. Lilly, wir beginnen mal weiter mit Englisch. Und was heißt das Wort Hallo? Oh, na endlich ist sie weg. Wo waren wir nochmal? Sie wollten gerade eben einen Test schreiben. Ah, ja. Okay, nimm mal. Habe ich ihn schon ausgeteilt? Noch nicht. Okay, dann nimm mal das und du auch, Celine. Okay. Dankeschön. Und jetzt sind wir. Also, ich habe okay, das ganz wird genau ein Mathe-Test. Gelernt. Es wird ein Mathe-Test sein. Okay. Erstmal besprechen wir ihn noch. Erstmal sind da ein paar Seiten, wo. 20, wie viele? Ach, nur eine. Ach so, ja, okay. Okay, ich habe alles schon gemacht. Ich zeige. Das wird ein schneller Mathe-Test sein. Ich schreibe euch die Aufgaben und dann lösche ich sie. Was? Okay. Das ist doch ein leerer Blatt. Okay. Die erste Aufgabe lautet. Wir können nichts sehen. Schnell. Okay, aufgeschrieben. Ich auch. Die letzte. Okay. Und ich hab sie auch. Ich auch. Hier, mein Test. So, jetzt kann keiner mehr Aufgaben lesen. Hier ist mein Test. Dann. Hier bitte. Danke. Und du auch dein? Ach, jetzt ist das mal besser ohne sie. Ohne wen? Ohne deine Schwester Lea. Okay, gleich wird die Pause. Pause, yay! Let's go! Okay, tschüss! Warte, ich muss euch... Haben wir Hausaufgaben? Okay, egal, tschüss! Die Zeit noch nicht. So, als nächstes haben wir Herr Ahnung. Celine, hättest du Lust, heute zu mir kommen? Das kannst du doch bei mir machen. Okay. Yay, okay. Lass malen in der Pause. Komm, lass malen. Okay. Ich male, okay. Ich male dich. Also. Ich male dich. Weißt du eigentlich, was ich bin? Nein. Ich bin ein Engel. Meine Schwester ist der Teufel und du bist also der Schmetterling. Hab ja, ich recht? Ich bin ein schöner Schmetterling. Übrigens, das ist die Schule der magischen Wesen oder magischen Gestalten. Keine Ahnung. Herr, keine Ahnung, hat die magische Sache, dass er einen komischen Namen hat. Genau, das ist sein Ding. Und dass er
sozusagen, keine Ahnung, mehrere Personen sein kann? Keine Ahnung. Also als nächstes haben wir Herr Ahnung, das ist sein Bruder, Zwillingsbruder. Und der ist eigentlich ganz nett. Herr keine Ahnung ist so streng und Herr Ahnung ist nicht streng. So, ich male jetzt deine schönen Flügel. Ich male deine Hand. Okay. So. Oh, Pause aus. Wir müssen schnell in dem Raum. Okay. Halt zum. Ich führe dich dahin, okay? Okay, ich bin unten. Warte kurz. Komm hoch. Also, wir müssen nach rechts, also da lang. Okay. Hast du überhaupt einen Spind? Nein. Dann komm her. Okay. Du musst dich noch als Schüler anmelden. Komm hier, musst du dich noch als Schüler anmelden. Okay, komm. Also da drauf. Also da deinen Namen schreiben. Hallo. Deinen Namen schreiben. Okay. Ja, hast du? Dann komm her. Und jetzt such dir einen Spind aus. Ich gehe neben meine Schwester. Ich das ist mein Spind. Hier hinten. Willst du nicht hier neben mir? Nein. Ach, du willst einen pinken. Also los, Beeilung, sonst kommen wir noch spät zu. Ja, keine Ahnung. Nehm dir noch schnell einen Spind. Beeilung. Okay, und jetzt schließ es, bevor es dir noch jemand stiehlt. Hallo, schließ es. Beeilung. Okay, du hast geschlossen. Jetzt komm her. Und hier haben wir als nächstes. Warte. Wo bist du denn? Hier, komm. Okay. Hallo, Herr Ahnung. Hallo. Ihr seid heute ganz früh da. Ja, ich glaube schon, oder? Was machen wir denn heute? Wir gucken, was heißt. Okay. Wo ist heute eigentlich eure, die Lea? Herr, keine Ahnung, also ihr Zwillingsbruder hat sie nachsitzen bei Frau Schön gelassen. Und wer ist das? Frau Schön ist eine Lehrerin. Nein, kennt sie? Aber wer ist die da? Ach, das ist die Neue. Das ist die Neue. Okay. Seid ihr hungrig? Okay, hier bekommt ihr zurzeit Essen. Okay. Lecker! Das dürft ihr nicht essen. Ihr sollt gucken, was da ist. Heute ist doch das Thema was. Dann guckt, was da ist. Bei dem Fleisch. Nein, ihr sollt reingucken. Ihr müsst es zerreißen. Ach so. Was? Ich dachte, ja, beim Fleisch steht doch ein Tee. Vielleicht. Es ergibt. Und diese komischen grünen Sachen ergeben eine römische Zahl. Keine Ahnung welche. Ey, was hast du ein Laptop, ein Tablet genommen? Wenn ich das noch einmal sehe, wirst du nachsetzen mit deiner Schwester. Und hey, das ist nicht unsere Schwester. Ja, aber ich habe gesagt, wie? Ich okay, was bemerkt ihr bei den Essen? Welche Chemikalien da? Warte. Okay. Schule aus! Ihr habt heute so gut gelernt. Hier, nehmt euer einen Pfannkuchen zum Weg. Ja, Pfannkuchen. Danke. Okay, danke für die Pfannkuchen. Tschüss. Die esse ich zu Hause. Warte, okay. Okay, tschüss. Tschüss! Dann lass nach Hause gehen. Und? Kommst du? Selin, komm! Ja. Okay. Hier wohne ich. Schau dich ruhig um. Komm rein. Danke. So, wollen wir was spielen? Also ich habe sogar einen geheimen Raum. Meine Schwester auch. Hier, guck. Okay. Kommst du hoch? Ja. Ah, schnell, komm wieder. Komm, spring. Spring. Nochmal. Du musst springen. Okay, hast geschafft. Und jetzt, guck. Oh, hallo. Da musst du springen. Und hier ist mein Tresor. Genau. Egal. Hast du Lust, mit mir in der Stadt Eis kaufen zu gehen? Okay. Ja, und da ist unser magischer, keine Ahnung was. Cool. Kommst du runter? Okay, komme. 3, 2, 1, los. Oh. Okay. Wir gehen zum Eis, okay? Wir wollen mal zu unserer Schwester oder meiner Schwester Lea gehen. Okay. Lea?
Ich habe Lea gesehen, aber dann ist sie weggegangen. Lea, warte doch! Guck, kommst du? Mal? Okay. Lea, komm, komm, Salim. Darf ich euch stören? Was? Warum? Ja, Lea, hier ist ein Verweis für die Nächsten. Wo bist du hin? Was? Ja, sie war heute so schlimm. Hier, nimm dein Verweis und ich will dich nie. Ich hau ab von dir. Ciao. Ach, Menno, was soll das? Herr, keine Ahnung. Ihr Name ist noch immer so verrückt. Ich will doch noch einen Verweis. Sowieso ist mein Tresor sehr gut versteckt, falls sie meins ausrauben wollen. Öffnet jetzt die Tür, sonst rufe ich die Polizei. Ich gebe dir noch einen Verweis. Was? Okay, ich rufe sie schon. Was soll das? Herr, keine Ahnung, sie können es doch nicht meine Schwester antun. 110. Ja, Polizei. Herr, keine Ahnung, ich bezahle sie dafür. Okay, gibt es Geld. Komm her. Herr, keine Ahnung. Ach, Herr, keine Ahnung, komm bitte her. Aber verlassen Sie bitte das Haus von meiner Schwester. Ich muss erstmal hier an. Hier ist das Geld. Hier, nimm's. Ja. Hier, ich schmeiße es durch den Flur. Hier, nimm's dir. Ja, danke. Okay, jetzt muss ich noch das Haus abchecken. Ist hier keine Waffen oder ja, so. Ja, wir gehen schon raus. Wir gehen schon raus. Komm schnell raus. Okay. Leute, ich würde vorschlagen, das war's mit dem Video. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und liked das Video. Und falls ihr mehr Videos von Nicole auch dabei haben wollt, dann schreibt es doch in den Kommentaren. Neue Roleplays mit Nicole. Und ich würde vorschlagen, ciao!